Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Hyrule Warriors. Genau, und es wird mal wieder Zeit, dass wir hier weitermachen. Ich weiß nicht, wann der letzte Part, wann ich ihn aufgenommen habe, wann er kommt. Das sollte wahrscheinlich nicht so lange herliegen, aber wenn ich ihn aufgenommen habe, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir nach in die Welt von Twilight Princess gehen, nämlich das Schattenreich. Wir haben im letzten Part den Todesberg erkundet. Und werden jetzt das Schattenreich erkunden mit Delana. Genau, und dann werden wir natürlich auch ihren Stab nehmen. Stimmt, was ich euch auch noch zeigen wollte. Stimmt, das mache ich noch eben. Das mache ich noch eben schnell. Es gibt nämlich ein neues Gewand für unseren Link. Ja, und zwar das klassische Gewand im Zuge der Ankündigung von Hyrule Warriors für den Nintendo 3DS. Ob das sich lohnt, dieses Update, das kann jeder selber beurteilen. Auf jeden Fall, das wollte ich euch nur noch zeigen. Wir gehen jetzt aber in diese Mission. Genau. Horror-Kids. Nee, komm, das nimmst du doch lieber ihr Standard-Ding. Genau, und den Stab. Und dann nehmen wir mal. Ach komm, wir müssen ja nicht knauserig sein. Nehmen wir den Fione-Stab. Lana stepped through her portal and found a jarring sight. Wherever she looked, the kingdom was consumed by shadow. Though she knew of the Twilight Realm, she had never seen it firsthand. Lana's sorcery could not reveal who or what was causing the twilight to cover Hyrule so completely. She soon came upon a small village beset by monsters. Her mission to close the Gate of Souls would have to wait. Das hört sich ja gar nicht gut an. Oh, und ihr seht es auch vielleicht schon. Das ist ein lustiges Kapitel durch diese schwarzen Bereiche. Aber gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, ich kann es noch. Schon wie ja gesagt, ein bisschen länger her. Aber gut, ich denke mal, das sollte ich noch hinbekommen. So krass übertrieben ist die Steuerung nicht. Und die Schattenebene sind wir. Und ich glaube, der Ort sollte euch bekannt vorkommen, wenn ihr The Legend of Zelda Twilight Princess kennt. Einen richtig coolen Teil. Ach ja, ist doch echt schon so lang her, aber jetzt wieder hier. Ich weiß, dieser Satz hat keinen Sinn gemacht, aber egal. Genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Leute retten. Huch, jetzt stecke ich aber in der Patsche. In der Patsche stecken, okay. Ein Hilferuf? Dem müssen wir nachgehen. Dann machen wir das doch mal. Aber erstmal räumen wir hier mal ein bisschen auf. Die Dorfbewohnerin darf nicht fliehen. Woher wissen Sie, dass es eine Frau ist? Könnte ja auch ein Mann sein. Die Truppen des Bösen rücken zur Dorfbewohnerin vor. So, und du darfst auch mal das Zeichen. Zu Hilfe! Wir sind gleich da. Halte durch. Hilf ihr, schnell! Ja. Ich darf ja wohl noch ein paar Leute hier auf dem Weg dann noch besiegen. Und das ist, denke ich, ja wohl noch, behalte die Truppen des Bösen im Auge. Oh, aber Cutscene. Na, und kommt euch dieses Mädchen nicht auch bekannt vor? Kommt mir nicht näher! Wow! Okay, jetzt hat es ein Zauberbuch, interessant. Das war knapp. Alles in Ordnung? Ja, aber wer bist du? Ich bin Lana. Ich bin auf der Suche nach dem Seelenportal, aber ich weiß nicht so recht, wo ich suchen soll. Seelenportal? Das sagt mir nichts. Aber ich kann dich überall hinbringen. Ganz gleich an welchen Ort. Und wie würdest du das anstellen? Mit dem Schmetterling der Göttin. Er wird uns durch das Schattenreich führen. Oh mein Gott. Ja, Agneta. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Auf jeden Fall ist sie nicht gerade so toll. Agneta wurde gerettet. Schmetterling sagt, wir müssen dort entlang. Also los. Einem Schmetterling folgen. Ah, die kommt auf Ideen. Naja, machen wir mal den Nekobaum.
Holen wir uns mal den Dekobaum hier hin, damit er ein bisschen aufräumen kann. Ja, und unsere Aufgabe ist natürlich, Agni zu eskortieren. In der Dunkelheit treiben Monster Unwesen. So können wir, sie können zu unserem Hauptquartier schleichen. Ah, da müssen wir aufpassen. Aber das sieht noch sehr gut verteidigt da aus. Also das wird ein bisschen dauern, bis die da erstmal durchkommen. Agneta? Kommt die, Alte? Ne, hier scheint ja immer noch ein paar Leute hier zu sein. So, jetzt kannst du aber kommen, Agneta. So, nehmen wir noch die Bombe mit. Ja, jetzt kannst du auch bitte gerne gehen, dankeschön. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Ich wollte eigentlich nur mal so eine große Bombe abfeuern, aber naja, gut, das hat sich jetzt eh erledigt. Man sieht aber trotzdem noch eine. Kann ich eigentlich auch damit die Dekoraner besiegen? Das würde mich mal interessieren. Nö, das geht nicht. Hätte ich irgendwie cool gefunden, wenn das gehen würde, aber leider geht das natürlich nicht. Na gut. Oh, was bist du denn für einer? Besiege ich dich erstmal schnell, wenn du besiegt werden willst. So, und da ist die Dekorana weg. Dräng uns zurück! Und auf ins Schattenreich. Die Tore sind verschlossen, aber ich kümmere mich drum. Tja, ich will wissen, wie du das anstellst. Agnes hat das Westtor des Dorfplatzes geöffnet. Wäre eine tolle Einbrecherin. Naja, ich weiß nicht so recht. Dekobaum. Oh, mir fällt aber gerade ein, diese Mission könnte noch ein bisschen nervig werden. Könnte. Weil ich muss gleich diese ganze, den ganzen dunklen Ebenen. Erobere den Dorfvorplatz. Und das ist jetzt natürlich auch besonders, weil da ist so ein fetter Gegner. Ja, nicht weiß, was er machen soll. Naja. Sterben, das soll er machen. Ich glaube, es ist ein bisschen overpowered mit unserer Waffe, aber nur so ein kleines bisschen. Das war nicht geplant. Ah, ich muss echt mal wieder gucken hier, wenn man das so lange nicht mehr gespielt hat. Besiege den Dunkelareol-Foul. Das habe ich doch schon gemacht. Ich bin schon wieder dem Spiel schon wieder drei Schritte voraus, habe ich das Gefühl. Der Dorfvorplatz ist offen. Und war hier nicht noch irgendwie was? Irgendwie so. Boah, ist das grell. Schmetterling freut sich, er wird uns weiter den Weg zeigen. Luna hat 500 Feinde. Lana, Luna. Oh Gott. Ich habe gerade Splatoon aufgenommen und da gibt es diese Luna-Waffe. Ich glaube, das hat damit was zu tun. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu weit. Bin ich auch. Ich muss erstmal hier rein. Oder warten, bis Agneta mal kommt. Achso, Mission erfolgreich. Agneta wurde beschützt. Das freut mich ja. Cutscene. Oh, noch mehr. Oh. Midna? Lass ihn frei, wir brauchen ihn. Wozu? Damit er rumfliegen und meine Truppen vergiften kann? Was? Boah, Alter. Ich kann dir versichern, dass er nicht zu den toxischen Lepidoptera gehört. Oh mein Gott. Lepi, was? Er ist ein Schmetterling der Göttin. Wenn du ihn behutsam bittest, wird er dich überall hinführen. Er ist ein Schmetterling voller Geheimnisse. Ganz gleich, wohin ich will, ja? Hey, Schmetterling, bring mich zu diesem Hexenscheusal. Oh mein Gott. Du liebe Güte, und was machen wir jetzt? Ja, ich würde mal sagen, kämpfen, was denn sonst? Wir werden wohl kämpfen müssen. Ja, was machen wir denn sonst? Die Truppen von Midna wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Boah, das war knapp. Na egal, ich habe es trotzdem geschafft, nicht von dem angegriffen zu werden. Du greifst mich hier nicht an. Komische Nimbusgarde. Dunkel Nimbusgarde.
Boah, aber mitten halt schon eine ganz schöne Anzahl an Truppen. Oh, es ist schon wieder grell hier. Und wie das dann auch noch laggt. Alter Schwede. Oh, ich weiß auch noch, dass hier richtig knifflig ist, hier die ganzen Skulltulas beispielsweise zu finden. Das ist hier echt mies. Man muss in einer bestimmten Zeit die ganzen Dinger besiegen da. Was heißt die ganzen Dinger, die ganzen Schattenebenen hier. Und warum gehe ich schon wieder zurück? Ich will doch gar nicht zurückgehen. Also in diesem kleinen Vieh. Höre ich ein kleines Kätzchen nach mir heulen? Suchst du eine Spielgefährtin? Ich hab zu tun. Spiel doch stattdessen mit denen da. Ah, diese dumme Stunt gibt's ja auch noch. Dieses hier. Die Truppen von Mitten haben die Truppen des Bösen attackiert. Die Ostfest und die Nordfeldfestung sind offen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass nun gar kein Ende mehr mit den Einheiten hier. Aber ich will den Vorposten hier einnehmen. Greife die Festung der Zauberin an und halte den Feind auf. Warum muss ich jetzt da hin? Ah, naja, gut. Dann gehen wir da auch mal hin. Und ich wollte jetzt nicht aus Versehen an den Knopf rankommen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich muss mich aber ein bisschen beeilen hier. Jetzt müssen wir dadurch ein bisschen schneller. Boah, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Mehr seltene, mehr Materialien. Ja, das war es jetzt aber zu spät. Boah, Alter, Stufe erhöht. Coole Sache. Ja, da kann die Lana auch ein bisschen aufräumen. Gut, aber jetzt müssen wir mitten hinterher. Mitten hinterher. Bevor sie irgendwas Böses anstellt. Lana hat 1000 Feinde besiegt. Davon wird man in dem Sektenreich alle Ewigkeiten erzählen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Agneta. Oh, Midna. Oh. Aber Midna darf ich nicht angreifen. Midna ist böse. Alter. Wie es hier schon wieder abgeht. Aber Lana ist sowieso ja richtig stark. Der hat ja sowieso schon richtig viele Herzleisten. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Festung da. Und auch diese dämliche Dekorana. Und die nächsten Gegner hier. Po, sie ist ziemlich mächtig. Im direkten Kampf ist sie uns überlegen. Ist ja auch nicht mein Ziel, Midna anzugreifen. Ich will erstmal die Festung hier einnehmen. Irgendjemand besiegt. Midna greift an. Ist das krass hier. Horden um Gegner. Wäre sie schwächer, wenn die Festung erobern und die Dunkelheit und aus den Dunkelheiten Dunkelheit kommt? Fragen über Fragen. Hebe den Zauber der Schatten auf. Und das wäre jetzt der Fall. Die Nordfeldfestung wurde erobert. Die Schatten wurden aufgehoben. Du hast all die Dunkelheit erschaffen. Du willst es nicht aus dieser Welt vertreiben. Pah, ich sehe zwar nicht danach aus, aber du sprichst mit der Prinzessin des Schattenreiches. Oh, die Prinzessin des Schattenreiches. Da haben wir aber Angst. Erstmal räumen wir hier schön auf, würde ich sagen. Die kleinen Fischchen hier, die alle gar nichts können. Ich hoffe, ich schaffe diese Mission auch in einem Part. Hilfe! Okay, jetzt werden wir gleich da. Ist hier nicht Sia? Hier ist Sia. Hi, Sia. Das Seelenportal, wo ist das? Ja, wohl nicht bei Sia. Willkommen im Schattenreich. Für eine Führung habe ich leider keine Zeit. Sie hat sich zurückgezogen. Die kann ja auch sonst nichts anderes. Die Mittelfestung ist offen. Und ich glaube, jetzt würden wir sogar die andere Skulptur kriegen. Hätte ich sie nicht schon eingesammelt. Oh, hier gibt es ein Item. Na, aber haben wir schon. Lana hat 1500 Feinde besiegt. Das ist fantastisch.
Oh ja, so richtig fantastisch. War jetzt ein Item? Nee, war nicht hier. Okay, okay, ich gehe ja schon wieder. Ich gehe ja schon wieder und mach weiter. Das Hauptquartier darf nicht fallen. Ja, dann ist es ja praktisch, dass wir da jetzt auch auf einem Weg dahin sind. Wegen dir konnten sie entkommen. Du bist also auf ihrer Seite, ja? Hat das jemand behauptet? Die ist ja lustig. Es hat doch niemand behauptet. Warte, wir sind nicht deine Feinde. Gib uns einfach den Schmetterling zurück. Ich glaube, die ist ein bisschen, nicht so ganz bei Trost. Halt die Klappe, jetzt bin ich nicht in Stimmung. Lana hat die Festung der Zauberin erobert. Oh, und auch direkt schon den den Dunkel-Areol-Fouls erwischt. Die Siegesbedingungen haben sich geändert. Siege Midna. Oh, und schon auch wieder Magie voll. Ja, also ich glaube auch Midna wird gleich keine Chance haben. Siege Midna und hole den Schmetterling zurück. So, jetzt aber eben erstmal bei meinem Hauptquartier schauen, weil da geht auch die Sause ab. So wie ich das sehe. Die kleine Sause hier. Warum bin ich schwächer? Die Macht der Schatten lässt nach. Wir müssen die Dunkelheit weiter zurücklegen, um sie zu schwächen. Genau, gab es nicht sogar noch was, wenn wir alle Schatten entfernen? Weil hier gibt es ja sozusagen auch nicht mehr so viele. Na, mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und die werde ich mir nutzen. Der Hyrule-Hauptmann wurde vom Feuer-Areol-Fouls vertrieben. Okay, und jetzt sollte ich mal ins Hauptquartier gehen, weil da sehe ich höchste Gefahr. Ach nee, das ist die Festung der Zauberin? Hier ist ja gar nichts. Ah, gut. Ach so, wahrscheinlich, weil da Midna, rumturnt. Ja, gut. Sollte doch. Ich muss ihm halt, helfen. Der Hyrule-Hauptmann darf nicht sterben. Er war doch erst dann nämlich noch so jung zum Sterben. Und das fand ich nicht mehr, dass der mich einfach so getroffen hat. Agneta sucht nach Midna. Warum macht die das denn? Sie ist im Dorf geblieben, aber wir können sie nicht im Stich lassen. Agneta darf nicht fliehen. Oh, und da ist auch schon wieder der Festungskommandant da. Dass diese Animation immer so lange dauert. Ich hab mich nicht getroffen. Eigentlich. Okay, das wäre auch erledigt. Kennst du das Hören? Die Insekten singen ein Loblied. Ja, bestimmt. Die Mittelfestung wurde erobert und der Zauberer der Schatten wurde aufgehoben. Oh, du hast die Schatten vertrieben. Du bist schlauer, als du aussiehst. Ich ziehe mich zurück. Meine Zeit wird noch kommen. Boah, wie hier fast gar nichts mehr ist. Mitten hat sich vorerst zur Brückenfestung zurückgezogen. Da kann ich ja nochmal die eine Festung da wieder einnehmen, die sie mir geklaut hat. Die gemeine Katze läuft weg hinterher. Wir müssen den Schmetterling retten. Ja, ja, ja. Der wird schon nicht sterben. Ihr könnt einfach mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Wenn ihr einen Kampf wollt, dann bitte. Midna bereitet auf der Brücke einen Gegenangriff vor. Besiege Midna. Werde ich schon gleich machen, aber wie gesagt, vorher ist die Festung hier noch dran. Ich finde das so cool, dass sie ja noch so ein Dekoblatt hat. Ich glaube, wir haben das noch nicht gesehen, ne? Ihren Fionenstab. Aber gut, was sagt die Zeit eigentlich? Ja, gut, ja, komm. Ja, komm. Wir haben jetzt diese Festung auch erobert. Dann würde ich jetzt noch sagen, werden wir uns jetzt noch um Midna kümmern und dann war es das für heute. Wie gesagt, zu lange möchte ich die Parts ja auch nicht halten, weil wie gesagt, Hyrule Warriors ist ja schon kein kleines Spiel. Aber wo ich ja unbedingt mal wieder Bock hatte drauf. Gut, das LP ist ja immer noch nicht gestartet, weil, ja, wie soll ich das sagen? Ich immer noch nicht dazu gekommen bin, Majora's Mask mal endlich mal abzuschließen. Aber gut, ich hoffe mal, dass ich das bald schaffen werde. So.
Und jetzt ist Zeit für Magieangriff mal wieder. Damit wir weiter schön Punkte sammeln können und Kills. Ich hoffe nur, ich schaffe das noch bis zu Midna zu kommen. Na, ja, warum soll ich das nicht schaffen? Dum, 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 dum. So, und jetzt ist Zeit für Midna. Dum, 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 dum. Na, oder auch nicht. Naja, die hat ja eh kaum noch Energie. Würde auch kein Problem darstellen, glaube ich. Ach ja, Midna, jetzt wird abgerechnet. Und dann hoffe ich, lernst du es mal, dass du dich uns anschließen kannst. Die Prinzessin der Schatten, Midna. Ah, die ist doch gleiche Geschichte. Oh. Die geht zur Spinne. Geht hier einer richtig ab hier. Und damit würde ich mal sagen. Und ich entschuldige mich, dass ich gerade an mein Mikro gekommen bin. Das sollte natürlich nicht sein. Ja, mitten ist gleich Geschichte. Ja. Arrivederci, kleine Midna. Midna wurde besiegt. Wie konnte ich trotz der Macht des Schatten verlieren? Tja. Könntest du bitte Schmetterlingchen zurückgeben? Hier, ihr steckt also wirklich mit der Hexe unter einer... Wirklich nicht mit der Hexe unter einer Decke? Nein, wir versuchen sie aufzuhalten. Dafür müssen wir zum Seelenportal. Ich komme mit der, denn ich habe da noch ein paar Dinge mit ihr zu klären. Ja, und das wird lustig werden und interessant vor allen Dingen, welche Dinge jetzt diese zu klären hat. Aber gut, dann hoffe ich mal, es hat euch wieder gefallen, wenn wir jetzt nicht noch eine Cutscene sehen. Ach ne, nur die Siegespose von Lana. Am Dekobaum. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim der nächsten Parts wieder. Ja, wenn wir weitermachen. Oh, und ich muss das wegschmeißen. Das ist noch so ein Kokiri-Stab. Ja gut, du kommst weg. Ach, ich muss noch einen wegwerfen. Ja gut, dann der Zweier weg. Okay, ja gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal von Hyrule Warriors. Bis dann und tschüss, euer Jake.